Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Faktenvideo am Dienstag. In diesem Faktenvideo stelle ich dir 10 neue Fakten über Harry Potters Mutter Lily Potter vor. Und ich kann jetzt schon sagen, dass einige sehr spannende dabei sind. Aber genug gequatscht, viel Spaß bei diesem Video. Los geht's! Fakt Nummer 1. Lily Potters Tod am 31. Oktober 1981 hätte verhindert werden können, wenn sich Lily und James dazu bereit erklärt hätten, Voldemort als Todesser zu dienen, welcher großes Talent in beiden sah und sie deswegen rekrutieren wollte. Und das, obwohl Lily eigentlich eine muggelgeborene Hexe war. Doch sie entschied sich dagegen und opferte mit gerade mal 21 Jahren ihr Leben, um das ihres Sohnes zu retten. Fakt Nummer 2. J.K. Rowling wurde für die Verfilmung von Harry Potter und der Stein der Weisen gebeten, Lily Potter im Spiegeln der Hagrid zu spielen. Dies lehnte sie jedoch ab mit der Begründung, dass sie nicht als Schauspielerin geeignet sei. Fakt Nummer 3. Technisch gesehen war Lily Potter Schauspielerin Geraldine Somerville eine von etwas mehr als ein Dutzend Schauspieler der Harry Potter Reihe, die in jedem Film zu sehen war. Darüber hinaus war sie eine von gerade mal 3 erwachsenen Schauspielern, die in allen 8 Teilen vorkam. Neben ihr war da nur noch Alan Rickman und Robbie Coltrane, aka Snape und Hagrid. Jedoch kam Lily in einigen Filmen nur als Foto oder Erinnerung vor. Fakt Nummer 4. Im 6. Teil von Harry Potter gibt es eine zusätzliche Sequenz nach Aragogs Beerdigung, in welcher Horace Slughorn Harry von einem Geschenk Lily Evans erzählt. Eines Tages ging Horace nämlich in sein Büro und fand dort eine kleine Schüssel mit Wasser vor, in dem das Blütenblatt einer Lilie schwimmte, welches langsam gen Boden sank. Kurz bevor es den Boden der Schüssel erreichte, verwandelte sich das Blütenblatt in einen kleinen Fisch. Slughorn war so begeistert von diesem außergewöhnlichen Stück Magie, dass er das Fischchen viele Jahre bei sich behielt und ihn auf den Namen Francis taufte. Doch Francis verschwand urplötzlich in der Nacht zum 31. Oktober 1981 und Slughorn wusste sofort, was geschehen war. Weiter geht es mit Fakt Nummer 5. In der europäischen Folklore und in der berüchtigten Abhandlung über Hexerei namens Maleus Maleficarum wurden rote Haare in Verbindung mit hellgrünen Augen als Zeichen einer Hexe angesehen. Weshalb es durchaus bemerkenswert ist, dass Lily diese Charakteristika zumindest in den Büchern gänzlich erfüllt. Fakt Nummer 6. Auf eine Fanfrage an J.K. Rowling, ob Lily Potter wusste, was mit Harry geschehen würde, wenn sie sich für ihn opfert, antwortete sie, ich zitiere, "Nein, denn wie ich in der Serie versucht habe klarzumachen, ist es noch nie passiert. Niemand hatte das jemals zuvor erlebt und deshalb wusste niemand, dass das passieren kann." Fakt Nummer 7. Lily Potter ist der einzig kanonisch bekannte Charakter, dem jemals angeboten wurde, sich den Todessern anzuschließen, obwohl sie selbst muggelstämmig war. Fakt Nummer 8. 6 Monate nachdem J.K. Rowling den Tod von Lily und James aufschrieb, verstarb auch ihre Mutter im Jahre 1990 an Multipler Sklerose. Diesen Schicksalsschlag machte Rowling zum Anlass, der Universität in Edinburgh, insbesondere der Klinik für regenerative Neurologie, sage und schreibe 10 Millionen US-Dollar zu spenden. Fakt Nummer 9. Tatsächlich kümmerte sich Petunia Dursley um die Beerdigung von Lily und James Potter, da James keine Familie mehr hatte. Ganz verkorkst war Petunia offenbar also auch nicht. Und zu guter Letzt Fakt Nummer 10. Anders als es bei den meisten anderen jungen Hexen und Zauberern üblich ist, konnte Lily bereits vor ihrer Hogwarts-Zeit Magie bewusst einsetzen. So zum Beispiel, als sie eines Tages von einer Schaukel sprang und ihren Fall magisch verlangsamte, sodass sie sanft auf dem Boden landen konnte. Dies unterstreicht vor allem auch nochmal ihr großes magisches Potenzial. Ja, das waren meine 10 neuen Fakten über Lily Potter oder auch Lily Evans genannt. Wenn es euch gefallen hat und vielleicht der ein oder andere Fakt dabei war, den ihr noch nicht kanntet, würde ich mich wie immer sehr über einen Daumen nach oben und vielleicht auch ein Abo auf meinem Logo freuen. Solltet ihr jetzt noch weitere Faktenvideos abchecken wollen, macht das gerne über die unten verlinkte Playlist und in diesem Sinne euch allen einen schönen Tag, macht was draus und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute!